Willkommen zu The Last Remnant. Ich dachte mir, nachdem wir jetzt Dead Space 3 durchgespielt haben, danke nochmal an Zeus, gibt es jetzt The Last Remnant von Square Enix. Und verdammt ist die Musik in diesem Menü laut und deswegen muss ich das mit Outer City erstmal aufnehmen. Naja gut, wir stellen hier ein neues Spiel. Ich erzähle zu dem Spiel mehr nach dem Musikleiter, sonst kann ich mich kaum gar nicht selber. Kaum kann ich das wohl verstehen. Oh, ich kann mich hören. Vielen Dank. Und hier ist ein bisschen leiser. Die Sprachlautstärke auf 100% ist immer gut. Ja, The Last Remnant ist ein Spiel von Square Enix, auch gemacht mit den, also es wurde entwickelt von den Machern von Final Fantasy und mit, es ist das erste Spiel von Square Enix mit der Unreal Engine. Außerdem noch so als interessanter Nebenfaktor ist, dass es erfolgreicher war als in Japan, obwohl es sich an den westlichen Distributoren hat zu orientieren. Naja, wir starten mal das Spiel. Ich kenne das Spiel, ich habe das Spiel 14 Stunden gespielt, aber das ist so lange her, das kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass das Kampfsystem ultra geil war. So, mal gucken, was passiert. Square Enix. Cooler Publisher. Muss man so gesagt sein. Damn, where is she? Arena's favorite. The Last Remnant. We are ready, my lord. Victory shall be ours! What is this?
Schlachtkontrollen. Drücke links, rechts, um Ziel anzuvisieren, während das Drücken von oben und unten Kampfbefehle auswählen. Wähle das Befehl mit A und drücke mit B ab. Kennt man ja. Genau, jetzt kommt das coole Kampfsystem. Ich kann ja mal. Also, ich habe das halt vor vielen. Vor 2 Jahren, glaube ich, mal gespielt. Und da habe ich das 14 Stunden gespielt und fand das Kampfsystem sehr cool. Ich kann ja mal kurz versuchen. Also man spielt diese kleinen Gruppen-Dinger und je nachdem welche Personen drin sind, kann man verschiedene Angriffsbefehle geben. Ich weiß nicht so genau, wie man es erklären soll. Machen wir erstmal den Kampf. Angriff mit mystischen Künsten. Machen wir mal mit Kampfkünsten. Greifen wir Kampfkünsten an. So, dann haben wir hier. Mach mal so auf den da mit den und das ist jetzt so eine kleine Gruppe. Den. Leben wiederherstellen, improvisieren. Machen wir mal improvisieren. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Oder weiß es nicht mehr. Machen wir jetzt den. Right, yep. Runde 1. We shall stop them here! You like that, boy? Sieht jetzt halt, jetzt treffen sich jedes Mal die einzelnen Gruppen gegeneinander an und dann noch führen sie ihre Angriffe aus. Das heißt, man hat nicht eine Person, die einen kämpft, sondern halt mehrere gegeneinander. Unsere Moral ist eben umgestiegen. Investition, okay. I'll show you the strength of Atlum. Oh, jetzt wurden sie geflankt. Und schon wieder. Seems our opponents are strong, as I hoped. Garbolgfeuer. Okay. Ach, dieser Gar ist dieses große Teil. Es ist wohl soweit, was? Alle Einheiten zieht euch zurück. Alle Nachzügler werden von der Explosion erwischt. Hä? Was macht Emma da? Sie ist nur zu nah dran. Die Abschlusssequenz der Guy Volk ist vollständig. Nicht einmal Lord David kann ihn nun stoppen. Ich hab mich da gefragt, war das die nicht größer, aber da fällt halt sie ab. Arena? Who are you? That's what I should be asking you! Wait, hold on! Der Controller dreht voll ab. Is that you, Blockta? I'm fine. I can see a light in the distance. That should be the way out. Yes, sir! We're down. Hey! Wait up, lady. What's going on?
The gay bulg blew a hole in the ground, and now we're in this cave. Anything else obvious you'd like pointed out? Cave? At least the exit isn't far. Hey, wait! Listen to me! Hey! I'll hear whatever you have to say once we get out of here. Your story better be good, spy. What do you mean, spy? Think about it, genius. Why else would you be on a battlefield? What are you talking about? I'm just looking for my sister, Arena. Arena? What's your name? Me? Rush! Rush Sykes! Rush Sykes? Ow. So you're looking for your sister? What happened to her? Speak! We're from this island called Ulam. Okay, was passiert jetzt? Ah, cool. Arena! It's a package for Mom and Dad! It's probably just another lame excuse why they can't leave their research. Hey, cheer up, sis. Whoops. It's a Visa stone. Let me set it up. Oh. Hi, Rush. Hello, Arena. Are you two behaving yourselves? Both of us are having a great time here at the Academy in Illusion, and we were lucky enough to have a breakthrough in our research. But, as you probably guess, things are taking longer than expected. See? Told you. So your father and I agreed that you should come live with us in Illusion. It's always about what they want. What we found is a key that lets us use the remnants in new ways. It's gonna change the world for the better. But you kids are more important to us. And I'm sorry we haven't been out to visit for so long. John, we're running out of time. Oh, right. We'll be sending someone to pick you up. Better start packing your bag. And Rush, you look after your sister, all right? Take care of yourself. We'll be seeing you. Out of time. Dad's never been good at keeping track. You worried about leaving? A little. I mean, I've never been off the island before. I'll be fine. After all, we'll be back with Mom and Dad. You know it. Huh? What? What? Ich würde mal sagen, die Eskorte ist da. Let me go! Get your hands off me! No! Leave my brother alone! Ice him. Thank you.
attacked by some flying beast, and protected by the light from your talisman. Child, do you think I'm senile? It's all true. Whatever. First things first. We need to get out of here. Emma ist der Gruppe beigetreten. Automatisch gespeichert. Okay, und war, ja. Jetzt haben wir ganz schön viel Cutscene gehabt am Anfang. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, wir spielen Rush Sykes und ja, wenn wir eine Cutscene gesehen haben, wo er unsere Schwester entführt. Und jetzt sind wir gerade irgendwie in der Höhle. Immer. Was ist das? Es ist ein Schatz, ein Artefakt. Nee, eine Art Artefakt. Es gibt recht viele von denen. Artefakt. Da könnte eine ganze Menge Dinge drin sein. Finde es heraus. Binde es. Binden? Was meinst du damit? Du musst ein Artefakt binden, um es zu benutzen. Steck da einfach deine Hand aus und bitte es, dir zu zeigen, was in deinem Inneren steckt. Das ist so einfach, dass sogar du es tun kannst. Solange niemand anderes es zuvor gefunden hat. Also sowas wie tun. Ein Breitschwert. Okay. Emma, ein Schwert. Ich denke, du kannst es behalten. Damit wirst du nicht ganz so nutzlos sein. Na, jetzt haben wir ein Schwert bekommen. Cool, oder? Ach so, jetzt können wir uns ausrüsten. Haupthand, Breitschwert. Wie viel Schaden macht es denn? 19 Angriff dazu. Und Abwehr 19 mystische, also Magie wahrscheinlich und magische Abwehr. So. Drücke Y, um das Gruppenmenü zu öffnen. Überprüfe Rush Ausrüstung, um erhaltene Waffe zu sehen. Speichere den Spielfortschritt im Speichermenü. Der Fortschritt kann überall dort gespeichert werden, wo das Gruppenmenü verfügbar ist. Da, speichern. Können wir einfach mal so kurz machen. Badam! Mein Safe, den ich mal hatte, ist irgendwie weg. Weiß nicht. Irgendwie nicht. Naja. Ist ja auch so lange her. Vielleicht habe ich den nicht mit übernommen. Ja. Gehen wir mal wieder zu Emma. Die hat schon wieder was mit uns zu bewegen. Ach ja, noch kurz was. Und zwar habt ihr ja eben kurz nach der Cutscene so das Texturen aufploppen gesehen. Das ist leider irgendwie ein Standardproblem von der Unreal Engine. Ich hab's versucht mit ein paar Tweaks zu verbessern, aber es klappt nicht ganz. Aber egal. Vorsicht! Ist es das, was du zuvor bekämpft hast? Ja, Monster. Sieht aus, als kämen wir nicht an ihm vorbei. Greif sie an, bevor sie uns entdecken. Durchdrücken von RT, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich kenne mich mit dem Gamepad nicht so aus. Können Monster innerhalb einer bestimmten Reichweite angegriffen werden? Okay. Monster mit den Punkt-Punkt-Punkt-Symbolen über ihrem Kopf sind nah genug, um angegriffen werden zu können. Wenn dich Monster im Feld angreifen, bevor du sie angreifen konntest, befindest du dich eindeutig in einem Nachteil in der folgenden Schlacht. Sei gewarnt. Okay. Let's do this! Verdammt, sie haben uns bemerkt. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst angreifen. Ach so, muss so also sein. Dann. Let's do this. Let's do this. Verstehe. Okay. Ich verstehe jetzt. Muss dann laufen. Schlacht. Jede Instanz, die an der Schlacht teilnimmt, wird als Einheit bezeichnet. Diese Einheit wird in Gruppen organisiert, die Verbände heißen. In der Schlacht wirst du alliierte Verbände in groß angelegten Angriffen anführen. Die einzelnen Anweisungen, die du sie geben kannst, nennen sich Kampfbefehle. Oben rechts am Bildschirm findet sich eine Schlachtnavigationskarte, die alle in der Schlacht befindlichen Verbände anzeigt.
verfügbare Kampfbefehle hängen vom Faktor, die Funktion und Zusammensetzung von eigenen und gegnerischen Truppen ab. Behalte diesen Faktor im Auge und gib entsprechende Kampfbefehle. Kampfbefehle. Durch das Drücken von, ja, kennen wir ja schon, das Drücken von X zeigt den Status der Einheit der momentanen Pflanze an. Du kannst die Aktion unter allen Statusveränderungen überprüfen. Das ist mein Angriff. Okay. Wir haben da und da. Hier ein Gegner und da zwei Gegner. Wir können angreifen oder Angriff mit Kampfkünsten oder improvisieren. Machen wir mal den Angriff mit Kampfkünsten. Blocker. Das ist super. Gegner vernichtet. Blockade. Blockade. Wenn Verbände im Nahkampf gestellt werden, nennt man es Blockade. In dieser Situation müssen beide Seiten so lange kämpfen, bis nur noch eine übrig ist. Während einer Blockade ist das Ziel im Bild eindeutig. Nur benachbarte Verbände können anvisiert werden. Wenn neue Ziele in benachbarten Verbänden anvisiert werden, können bestimmte Befehle die Blockade aufheben. Und wird die Blockade aufgehoben, hat das gegnerische Verband einen freien Angriff. Ein solchen Zug will also gut überlegt sein. Okay, das heißt, wenn gerade ist, kann man halt nichts anderes als machen. Mit mystischen Künsten heilen, nein. Wie viele Leben haben wir noch? Wir haben noch genug. Machen wir wieder einen anderen. Ja, verdammt. Okay. Jetzt scheint es nicht gut zu sein. Erhole eure HP. Durchhalten. Die Verband stellt die eigene EP mit Hilfe von Künsten wieder her. Einheiten, die nicht über entsprechende Künste verfügen, handeln nicht. Ja, dann muss doch durchhalten. Halt. Dann halt. Wow. Wow. Ganz knapp. 38 Leben. Aber knapp in der Folge halt. Also ist alles super. Und dann machen wir jetzt hier noch Punkte. Und dann sind sie weg. Gegner vernichtet. Sieg. Nach dem Kampf werden alle Gruppenmitglieder vollständig geheilt, wodurch mehrere aufeinanderfolgende Kämpfe vereinfacht werden. Ja, das stimmt. Gut, dann gehen wir noch weiter aus dem Dungeon raus. Ist ja nicht mehr weit gewesen, da hatte sie recht. Der Schatten ist falsch. Something's wrong. Na klasse. Ein kleiner Miniboss kommt. So sah die Höhe auch schon aus. Expecting this. Prepare yourself. Warum hat man bei einem Spiel, was in einen Rundenmodus wechselt, einen Raum, einen größeren Raum, bei dem man sieht, dass es ein Bossfight gibt? Das ergibt keinen Sinn. Na egal. Moral. Der große rote und blaue Balken oben am Bildschirm ist die Moralanzeige. Du misst deine und des gegnerischen Kampfwillen. Wenn die Moral steigt, werden Angriffe tiefer und stärker. Fällt die Moral, dann wird die Abwehr schwächer und Verbände fügen weniger Schaden zu. Die Moral schwankt, abhängig von der Leistung beider Seiten im Kampf. Mach es dir zur Gewohnheit, die Moral deiner Truppe im Auge zu behalten. Ja, ist ja Sinn. Also, macht ja auch Sinn. Gut, was haben wir denn überhaupt für Gegner? Ach, hab ich bestimmt auch gut. Angriff mit Kampfkünsten. Ja, das macht dann immer irgendeinen coolen Wert. Schwert, 1000 Schaden. Blockade. Nice. Sie ist ausgewichen, er ist ausgewichen. Und er ist ausgewichen. Wow, cool! Ein Ausweichkampf. Jeder weicht aus. Da oben steht Kette 3. Was machen die jetzt hier? Was ist das für eine Kraft? Okay.
Gegner vernichtet. Okay, heftig. So, your talisman's more than a fashion accessory after all. Huh? My lord! Die Wachleute sehen aus wie von Final Fantasy XII. You did not have to come all this way for me. Please, accept my apologies. Seeing you safe is apology enough. And who is this? He claims to be the son of Dr. Sykes. Oh, I see. I am Torgal, one of Athlum's four generals. Our lord, the Marquis of Athlum, would like to extend his thanks. Step forward. Wieso braucht ihr einen Ansager? I will have you know that your actions have won my gratitude. As for your sister, if the men you seek have entered Athlumian territory, we cannot turn a blind eye. Woher weiß er das? I shall accompany you to Athlum. Huh? Our lord would like to aid you in your search for your sister. Woher wissen die das plötzlich? It's fine, Torgal. Thanks a lot. I chased that weird flying thing here, but I didn't have a clue where to go next. But hey, if I've got an important guy like you backing me up, I've got a whole lot less to worry about. This is Ace! The name's Rush. Rush Sykes. Who are you? I am David Nassau, the Marquis of Athlum. You may address me as David. Sure thing, Dave. Let us return and see what tidings await us in Athlum. All troops, return to Athlum immediately. Yes, my lord. Come on, Dave, let's go. You will! Have you no manners? That is no way to address the Marquis of Athlum. Jeez, what's your problem? He's surprisingly simple, wouldn't you say? We have yet to see. Ein Auge auf das Armband. Du möchtest Armband haben. Jetzt betretbar. Athlum. Den Standort auf der Weltkarte ändern. Indem du einen Ort auf der Karte auswählst, kannst du sofort dorthin reisen. Wenn du eine Stadt auswählst, gelangst du auf die Stadtkarte. Dort kannst du einen bestimmten Bereich der Stadt auswählen, zu dem du gehen willst. Während du auf der Welt- oder Stadtkarte bist, kannst du die Gruppenmenüs durch Drückposition öffnen. Gut, ich glaube, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt einen Schnitt zu machen, das Spiel zu speichern und das ganze Video zu rendern. Also das heißt, wir sehen uns im nächsten Video zu The Last Remnant wieder. Bis dann. Tschüss.